Herzlich willkommen. Schön, dass Sie mit uns Gottesdienst feiern. Mein Name ist Fritjof Rittberger. Ich bin Pfarrer in Weilheim bei Tübingen und wir sind hier in der 500 Jahre alten Nikomedeskirche. Seit einem Jahr ist diese Kirche übrigens auch Radwegekirche mit einem offiziellen Logo. Das bedeutet, von Ostern bis zum Reformationstag ist die Kirche geöffnet. Man findet dort einen Rastplatz und kann ausruhen vom Fahrrad fahren. Viele Menschen sind hier mit dem Fahrrad unterwegs im schönen Tübinger Neckartal. Und sie fragen dich vielleicht jetzt, was hat das Fahrradfahren mit dem Gottesdienst zu tun? Beides, das Radfahren und unser christlicher Glaube, setzt viel in Bewegung. Und so wie die Menschen hier in Bewegung sind und mit dem Fahrradfahren auch Gemeinschaft finden, so werden wir im Anschluss an diesen Gottesdienst ein Fest rund um die Radwegekirche feiern, ausgerichtet vom Team der Flüchtlingshilfe Weilheim, das neben der Radwegekirche vor einem Jahr auch eine Fahrradwerkstatt eingerichtet hat. Und sie hofft auf Spenden für diese Arbeit. Fahrrad in der Kirche, Radfahren und christlicher Glaube? Beides ist eine gewagte Angelegenheit. Wenn wir uns in Bewegung setzen, dann finden wir unser Gleichgewicht zusammen mit anderen. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich, dass Sie diesen Gottesdienst mitfeiern. Lassen Sie sich überraschen. Herzlich willkommen zum Gottesdienst, heute zum Fest rund um die Radwegekirche. Besonders begrüße ich heute die Kinder der Kinderkirche, die heute mit uns singen, und drei unserer Konfirmanden, die sich heute auf besondere Weise vorstellen. Vor 200 Jahren wurde das Fahrrad erfunden. Hier zwei fast 100 Jahre alte Exemplare. Und diese Erfindung hat einiges in Bewegung gesetzt. Wir feiern Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Wochenspruch steht im Matthäusevangelium und verspricht uns Rast und Erholung an Leib und Seele. Christus spricht: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Und an Gottes Begleitung auf unseren Wegen erinnern wir uns nun mit einem Psalmgebet. Sie finden es unter der Nummer 769 hinten im Gesangbuch. Gott behütet mich. Er behütet mich auf allen Wegen, heute und immer. Gott behütet mich. Er behütet mich auf allen Wegen, heute und immer. Gott stärke mich. Er führt meine Füße bei jedem Schritt. Er ist bei mir wie mein Schatten und leitet meine Hand. Tag und Nacht steht er mir zur Seite. Gott behütet mich. Er behütet mich auf allen Wegen, heute und immer. Wir beten weiter. Gott, wir danken dir, dass es so schön draußen ist. Blumen, Felder, schattige Wälder und der Neckar erfreuen uns auf unseren Wegen. Danke, dass wir uns frei bewegen können, kleine und große. Viel können wir dabei erleben.
Wir danken dir heute für das gemeinsame Fest und für alle, die es vorbereitet haben. Wir bitten dich, sei mitten unter uns. Lass uns auf dein Wort hören und uns von dir in Bewegung setzen. Nun höre, was jede und jeder dir in der Stille sagt. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht, Christus, meine Zuversicht, auf dich vertraue ich und fürcht mich nicht. Amen. Ich lese aus Jesaja 55. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Denn gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, dass sie gibt Samen zu säen und Brot zu essen, so soll auch das Wort, das aus meinem Munde geht, sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt, und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Wir singen Halleluja, preist den Herrn, zusammen mit der Kinderband. Halleluja. Probieren wir das auf Englisch. Praise ye the Lord, singen wir. Und damit den Erwachsenen und den Jugendlichen auch nicht langweilig wird, dürfen die das jetzt auch so machen. Bei Praise ye the Lord dürfen bitte alle aufstehen. Liebe Gemeinde, erinnern Sie sich noch daran, wie Sie Fahrradfahren gelernt haben? Für uns, die wir heute erwachsen sind, war das vermutlich noch viel aufregender als für euch Konfirmanden. Ihr habt es vielleicht vor 10 Jahren oder so gelernt. Denn noch in meiner Kindheit waren auch die kleinsten Kinderräder schon recht groß. Und ganz früher gab es wahrscheinlich gar keine. Die Größe 27 Zoll hatte auch das erste Laufrad schon. Und die anderen Räder waren dann erstmal viel größer. Und wir hatten auch noch nicht die Übung mit diesen praktischen
Laufrädern. Die kleinstmöglich denkbare Form eines Laufrades, das war nämlich die Erfindung des Fahrrads zunächst. Das lernen die Kinder heute natürlich sehr leicht. Ich erinnere mich noch, wie mein Vater hinter mir hergelaufen ist, als ich das erste Mal auf dem Fahrrad saß. Treten, treten hieß es dann, und ich landete dann doch im Gartenzaun oder in der Hecke. Und man hatte den Eindruck, eigentlich will ich hier nur runter, aber irgendwie muss ich weiterfahren, sonst kippe ich ja erst recht um. Drei unserer diesjährigen Konfirmanden erzählen uns jetzt ein bisschen was von sich, indem sie sich mit ihren Fahrrädern vorstellen. Bitte schön. Ich heiße Elena Löhr und mein Fahrrad passt zu mir, weil es ist schwarz und es sieht gut aus. Und es trägt mich täglich von Haus zu Haus. Es kennt jeden Weg vom Haus bis ins Ziel und es macht täglich das, was ich will. Wenn ich auf dem Fahrrad fahre, fühle ich mich, wie als könnte ich schweben. Und in meiner Konfirmationszeit bin ich unterwegs zu neuen Zielen und Neues zu entdecken. Vielen Dank, euch Konfirmanden. Erinnern Sie sich noch daran, wie Sie Fahrradfahren gelernt haben? Das Schwierige daran war ja, dass man auf dem Fahrrad das Gleichgewicht nur hält, wenn man sich fortbewegt. Vor 200 Jahren fanden die Menschen die Idee deshalb auch unheimlich gewagt. Das kann doch gar nicht funktionieren. So eine halbierte Kutsche, die nicht stehen kann. Vollkommen verrückt. Beim Nachdenken darüber fällt auf. Eigentlich ist das Fahrradfahren fast so etwas wie das Gleichnis für das Leben. Und auch für unsere Lebensgewissheit, den Glauben. Auch leben kann man eigentlich nur in Bewegung. Das muss nicht unbedingt eine örtliche Fortbewegung sein. Manche sind schon ihr ganzes Leben in Weilheim und damit sehr glücklich. Aber auch wenn man den Ort nicht wechselt, ist das Leben in Bewegung. Schon allein deshalb, weil wir älter werden, weil der Körper und das Denken sich verändern. Ihr Konfirmanden merkt das in eurem Alter auch besonders. Genauso aber auch die Älteren unter uns. Unser Leben ist aber auch deshalb ständig in Bewegung, weil die Menschen um uns herum sich verändern. Weil mit den Lebensphasen sich auch unsere Aufgaben ändern. Und weil das so ist, müssen auch wir uns bewegen, zumindest innerlich, dauernd. Wer stehen bleiben will an einem bestimmten Punkt im Leben, immer jugendlich bleiben oder immer weiter die Kinder bemuttern, die aber irgendwann erwachsen sind, der oder die gerät leicht in eine Schieflage, wie beim Fahrradfahren. Immer in Bewegung sein, das ist die Herausforderung des Lebens, die aber Gott sei Dank eine beglückende Erfahrung sein kann. So wie bei der ersten Fahrradfahrt. Es klappt. Mit dieser Erfahrung wächst das Vertrauen, dass Fortbewegung möglich ist, dass ich nicht stürze, auch wenn mich keiner mehr festhält. Auch wenn es schneller vorangeht, als ich eigentlich wollte. Man könnte fast sagen, nur wer sich ändert, bleibt sich treu. Beim Radfahren geht es um Vertrauen. Vertrauen, dass ich nicht falle, obwohl es eine ziemlich gewagte Angelegenheit ist. Ich mich ungeschützt und nur im labilen Gleichgewicht fortbewege. Deshalb ist Fahrradfahren auch ein Gleichnis für den Glauben. Denn Glauben ist dieses Vertrauen. Die Bibel ist eigentlich von vorne bis hinten voll mit Geschichten von Menschen, die dieses Vertrauen in besonderem Maße gebraucht haben und hatten. Die Bibel ist sozusagen eine große Mobilitätsgeschichte. Das kann man nicht im übertragenen Sinne sagen, zum Beispiel bei Adam und Eva. Vertrieben aus dem Paradies, das Gott ihnen zugedacht hatte, mussten sie neue Wege finden. Und ihr Sohn Kain, der seinen Bruder getötet hatte, musste als Flüchtling umherirren. Verlass deine Heimat, sagte Gott auch zu Abraham und seiner Frau Sarah. Und ihre Nachkommen Isaak und Rebekka, Jakob und seine Familie zogen als Nomaden ständig von Ort zu Ort.
Josef wurde von seinen Brüdern sogar nach Ägypten verkauft. Mehrfach wurden seine Lebenspläne komplett durchkreuzt. Mose musste zuerst selbst fliehen, bekam dann den Auftrag, sein Volk aus Ägypten zu führen und zog dann jahrelang mit ihm gegen Widerstände durch die Wüste. Nicht nur äußerlich, auch innerlich mussten alle diese Menschen immer wieder neue Wege gehen. Und sie haben erlebt, was dabei alles möglich ist. So würde Kain vom flüchtigen Verbrecher zum Städtebauer, Josef vom Träumerkind zum Minister und Paulus vom Christenhasser zum weltweiten Prediger der grenzüberschreitenden Liebe. Es ist wie mit dem Fahrradfahren. Zuerst kommt es einem unmöglich vor, sich fortzubewegen. Dann fassen wir Vertrauen und merken, auch wenn sonst keiner festhält, auch wenn die Fahrt schneller ist als erwartet, wir werden im Gleichgewicht gehalten. Wir werden nicht fallen. Wir brauchen uns nicht zu fürchten. Wir sind vielmehr ganz frei. Vertraut den neuen Wegen. Amen. Vertraut den neuen Wegen. Das Lied singen wir, Lied 395 im Gesangbuch. Gott, wir danken dir für unsere schöne Umgebung, in der wir unterwegs sind. Öffne uns Herz und Sinne für die Natur und ihre Jahreszeiten. Schärfe uns auch den Verstand, dass wir der Zerstörung unserer Welt entgegentreten. Wir bitten dich für alle, die unter Lärm und Feinstaub und an den Folgen des Klimawandels leiden, dass ihre Probleme ernst genommen werden. Wir rufen zu dir. Gott, wir danken dir für die Ideen, mit denen du uns begabt hast. Danke für die Erfindung des Fahrrads. Danke für die Menschen, die das Radfahren gegen allen Widerstand bis heute möglich gemacht haben. Wir bitten dich um Fantasie, unsere Ziele mit einfachen Mitteln zu erreichen. Wir bitten dich für alle, die unter der Schnelllebigkeit unserer Zeit leiden oder das Gefühl haben, abgehängt zu sein. Wir rufen zu dir.
Gott, wir danken dir für unseren Körper und die Freude an der Bewegung. Wir bitten dich um Ausdauer, unsere körperliche Fähigkeit zu pflegen und um Geduld, wenn unsere Kräfte uns verlassen. Wir bitten dich für alle, die an ihre Grenzen gehen, dass sie körperliche Leistung nicht zum Selbstzweck machen, sondern frei genießen können. Wir rufen zu dir. Gemeinsam beten wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nun wünsche ich Ihnen und euch allen noch einen schönen Sonntag und ein frohes Fest. Geht mit dem Segen Gottes. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden.